Guten Morgen. Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei der Gürtelrose. Gürtelrose. Infektionen mit Herpesviren betreffen meist den Mund oder den Genitalbereich, können aber überall auf Haut und Schleimhäuten auftreten. Gürtelrose ist eine Infektion mit Herpes Zoster. Sie tritt vorwiegend bei älteren Menschen oder bei geschwächtem Immunsystem auf. Bei einer Gürtelrose entstehen die Herpesbläschen in gruppierter Anordnung die Nervenbahnen entlang und sind äußerst schmerzhaft. Die Bläschen zeigen sich häufig in der Taillenregion, aber nicht unbedingt nur dort. Sie können am ganzen Körper auftauchen, vom Kopf bis zum kleinen Zeh. Auch umfassen sie nicht wie ein Gürtel den ganzen Rumpf, sondern treten vorwiegend halbseitig auf. Nach dem Abheilen der Hauterscheinungen können starke Nervenschmerzen zurückbleiben, die wenige Tage, manchmal aber auch viele Monate lang anhalten. Warum behandeln? Ziel der antiviralen Behandlung einer Gürtelrose ist, die akuten Hauterscheinungen und Schmerzen zu lindern. Außerdem soll erreicht werden, dass sich das Risiko für Folgeschäden verringert und keine Nervenschmerzen auftreten, wenn die Hautbläschen abgeklungen sind. Wann behandeln? So schnell wie möglich. Denn Voraussetzung für den Behandlungserfolg ist, dass antivirale Medikamente sehr schnell, möglichst am ersten Tag nach Ausbruch der Gürtelrose eingesetzt und ausreichend hoch dosiert werden. Vor allem, wenn das Risiko besteht, dass die Gürtelrose mit Komplikationen verläuft, ist eine antivirale Behandlung ratsam. Vor allem, wenn das Risiko besteht, dass die Gürtelrose mit Komplikationen verläuft, ist eine antivirale Behandlung ratsam, weil die Medikamente die Krankheitsdauer verkürzen und das Risiko für im Anschluss auftretende Nervenschmerzen verringern können. Da bei Personen über 50 Jahren das Risiko für solche Neuralgien höher ist als bei Jüngeren, sollten sie auf jeden Fall mit antiviralen Mitteln behandelt werden. Die Gürtelrose soll behandelt werden. Dass die Gürtelrose tatsächlich schneller abklingt und sich Nervenschmerzen vermeiden lassen, ist aber nicht in jedem Fall garantiert. Ebenfalls anzuraten ist die Behandlung, wenn sich die Gürtelrose im Kopf- und Halsbereich ausbreitet, an Beinen oder Armen, Bauch oder Rücken mit starken Schmerzen einhergeht oder wenn eine schwere Neurodermitis mit ausgedehnten Hauterscheinungen besteht. Zusätzlich zur antiviralen Therapie ist in der akuten Krankheitsphase häufig auch der Einsatz von Schmerzmitteln erforderlich. Wie lässt sich vorbeugen? Seit 2013 gibt es einen Impfstoff gegen Gürtelrose, in Klammern Zostavax, als Einmalimpfung für Personen ab 50 Jahren. Am meisten profitieren Personen zwischen 60 und 69 Jahren von dieser Impfung. Von ihnen erkranken innerhalb eines Jahres nach der Impfung statt rund 11 von 1000 Personen nur noch rund 4 von 1000 Personen an einem Herpes Zoster. Die Impfung gehört derzeit nicht zum regulären Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen. Was kann ich selbst tun? Im Anfangsstadium der Gürtelrose können feuchte Wärmeumschläge die Beschwerden lindern. So.
Es geht weiter mit die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, dann auch wieder mit Uhr, damit man weiß, wann das aufgezeichnet worden ist. Und es sind im Wesentlichen zwei zum Einnehmen. Und es gibt einen gelben Informationskasten, was bringt die Impfung gegen Herpes Zoster. Tschüss.